Geht die Technik? Geht. Warum? Hast du Foto? Immer noch, habe immer noch ein Foto. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, wie immer, dieselben Typen vor der Kamera. Matze und Lutze. Wir haben nichts zu sagen, dafür aber ganz viel. Und zwar, jetzt hat die Kamera gewackelt, hast du das noch gemerkt? Na Matze? Einmal mit Profis. Gruß der Woche. Wir grüßen den Herbst, Blues. Ja, oder den Herbst mit. Wir sind Blues. Jetzt bei November, das ist grau wie die Maus da draußen und das bleibt so. Heute schien schon mal die Sonne zwischenzeitlich, kann das sein? Ja, sollte aber gar nicht so viel heute. Siehst du, das hört auch nicht mehr. Aber das kommt im Wetter. Das hört auch nicht mehr. Der Nutzer hat noch Kalender übrig, ein paar hat er noch. Also Weihnachten naht und so noch ein paar Geschenke einsacken, auch zum Verschicken. Bundesweit kann man den Borkheide-Kalender natürlich auch per Post, auch ins Ausland, irgendwo hinschicken. Kein Problem. Ich habe mal ein paar Bilder gezeigt. Hast du wieder Bilder gezeigt? Du hast vergessen, den Kalender nicht anzunehmen. Hm? Ja, es sind noch ein paar Kalender da. 2022. Ja, zeig. Schick, der Kalender. Schick, ne? Toll. Gut, reicht. Und Arbeitseinsatz im Waldbad, solltest du noch was sagen dazu? Ach, wir hatten, danke an die ganzen Helfer, die beim Einsammeln des ganzen Schnittguts dabei waren. Wir haben dann ganz schnell gemerkt, dass die drei Containerchen da doch nicht gereicht haben. Und der Christian hat uns ganz schön noch einen großen Häcksler besorgt. Aber hier noch ganz kurz ein Video dazu. Gut Schnitt. Am Ende war es alles weg und ja, es folgt dieses Jahr nochmal ein Arbeitseinsatz, glaube ich, aber im November, den sagen wir auch rechtzeitig an, dann geht es nochmal um Laub und so ein paar Sachen müssen wir noch machen. Jo. Und ich habe die Woche mal Matze besucht, stand mit einem Auto auf seinem schweineteuer gepflasterten Einfahrt, aber es war ein richtig luxuriöses Stehen, muss ich mal sagen. Okay. Ja, also das ist schon das Geld wert. Mach mal kurz aus, dann klären wir das hier. Der will mich hauen, ich lasse die Kamera an. www.sandpisten.de/eintragen. Also wer es nicht zum Bürgermeister schafft und auch in Zukunft sieht, dass vor seinem Haus eine Straße gebaut werden soll und dann nicht von horrenden Kosten überrascht werden möchte, sollte natürlich bei der Volksinitiative für die Abschaffung der Straßenausbaugebühren für Sandpisten umgehend noch unterschreiben. Es geht noch bis Anfang nächsten Jahres. Beim Bürgermeister jetzt am 13.11. wieder zur Bürgermeister-Sprechstunde. Der Andreas Kreibig freut sich auch, wenn da mal wer vorbeikommt. Dann sitzt er da auch mal ganz alleine rum Samstag. Ist ja auch blöd, ne? Wenn keiner kommt und nichts macht. Hat die Liste da liegen zum Eintragen und die wird auch regelmäßig ans Amt Brück übergeben zur Unterschriftensammlung. Genau. Dann wollen wir noch mal dran erinnern, hatten wir ja schon letztes Mal, aber machen wir noch mal. AG Grünflächen trifft sich am 27.11. ab 9 Uhr zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes und freiwillige Helfer sind gern dabei, gern gesehen. Gibt es eigentlich Glühwein? Nee, weiß ich nicht. Wir haben jetzt gerade eröffnet, man könnte ja, ne? Ja, war. Ich meine ja. Mal so jetzt. Aber vielleicht jetzt bin ich nicht so ein Freund von Glühwein. Ich trinke dann lieber andere Sachen, so ein Rotwein, Weißwein. Also ich glaube, wenn sie dich sehen, schicken sie dich rüber ins Hotel, sag, geh zu Stefan und kannst du da was trinken. Hilf lieber nicht, es ist besser für alle, geh gleich trinken drüben. Genau, ich habe nämlich zwei linke Pfoten. Kaffee. Und dann siehst du so wie du auch, du hast rechte Pfote. Ach so, ja. Anderes Thema. Ich lebe noch, alles gut. Genau, dort, aber mit Glühwein, die Veranstaltung, die sicher mit Glühwein ist, kannst du hier mal das Bild einblenden? Guck mal, ist das ein schönes Bild. In Fichtenwalde geht es nämlich los am 13.11., jetzt schon am kommenden Samstag um 12 Uhr am Kiefernweg. Dort könnt ihr hier in Borkheide alle Setzlinge, Eichen, irgendwas ausbuddeln. Wer noch Bäume hat, kann die mitnehmen und dort in den sogenannten Klimawald einpflanzen. Mit Spaten einfach mitbringen und dort ein wenig Wald schaffen. Wald? Da werden Bäume in den Wald gepflanzt? Dann sehen wir den Wald vor Bäumen nicht. Aha, so. Und schon sind wir wieder durch, das war alles? Ich weiß es nicht. Irgendein Video fehlt mir noch. Ja, na klar. Und zwar Lampignon-Umzug, mein Lieber. Warst du nicht mit Lampignon unterwegs? Nee, ich war auf der anderen Seite. Ach, du warst auf der anderen Seite. Ja, na, im Dunkeln ist nicht so einfach mit Kamera und Film.
Aber hier einen ganz kurzen filmischen Schnitt. Ich muss noch kurz dazu sagen, beim nächsten Mal bitte eine Bratwurst mehr einplanen, weil als ich die dann haben wollte, waren sie alle. Du hast keine Bratwurst gekriegt. Ich habe mich schon gewundert, warum du so abgehungert aussiehst. Total. Ja. Ja. So, Glühwein konnte ich nicht, Wurst durfte ich nicht. Ja, Film das war am Film, Freitag Film, gewesen. Film ab. Ab. Du probierst. Was magst du probieren? Glühwein mit Schuss oder ohne? Schön durch. Ach, schön. Und da waren so viele Leute, als sie vom Marktplatz rumgelaufen sind. Ich glaube, die letzten, die weggelaufen sind, da kamen die ersten schon wieder hinten rum. Die haben die wahrscheinlich hinten noch. Sind die jetzt nur um den Marktplatz gelaufen? Na, so einmal hinten, Beditzer Straße hoch und hinten wieder rum. Mhm. Aber so viele Leute, aber es ist ja zurzeit so, wenn irgendwo mal was auf ist, dann kommen alle. Ich hatte keine Zeit. Wir müssen noch einen Glühweinabend machen, Matze. Du wolltest nicht mit mir zusammen dahin. Das werde ich dir ewig. Ich hatte einen Fototermin. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Wetter! Da! Ja, sieht er, das war der Herr Hannemann. Wir hatten den ja letztes Mal auch schon gehabt. Da haben wir mal mit dem Jingle reingebaut, der da, weil wir uns für die Unterstützung von ihm bedankt haben oder bedanken wollen. Das immer noch. Nochmal machen. Genau. Und Matze, jetzt bist du dran. Tja, ich hätte ja auch besseres Wetter gerne präsentiert, aber es wird auf jeden Fall morgen und übermorgen besser als heute. Das kann ich schon mal sagen. Das Tief zieht jetzt langsam weg. Der Restregen ist durch. Heute Abend hat es noch mal ein bisschen getröppelt, ein klein wenig, aber kommt eine kleine Kaltfront hinterher, aber auch ruhiges Wetter für die Woche. Dienstag, Mittwoch kein Regen mehr. Temperaturen aber werden die nächste Zeit weiter nach unten gehen. Das sehen wir auch hier, wenn du das Bild von dem Wettertrend einblendest. Da siehst du, dass die obere Kurve an den 10 Grad festhängt, aber nach unten sehr viel Luft ist. Also wärmer als 10 Grad wird es kaum noch werden. Regen hatten wir jetzt am 7. und 8. Gestern und heute. Und das bleibt dann die nächsten Tage ein bisschen trockener. Kann aber in den nächsten Wochen schon wieder mehr werden. Auf jeden Fall wird es kälter. Ja, so warm aus. Das Rot sieht warm aus. Eigentlich wäre das ist die falsche Farbe. Eigentlich muss das da oben auch blau sein, wenn es unter 10 geht. Eiskalt. Eiskalt? Eiskalt. Ja. So, hier, wie mit dem kalten, hier, wie das hier. Ich guck mal, da hat es bei dir geschneit hier. Siehst du das? Das Bild? War Halloween war das, ne? Wo der Schnee bei dir lag. Eiskalt. Eiskalt. In der Hecke hinten, ja. Ja, war ganz das ist der Eismann mit Matze, der friert. Nee, der Tod. Der Tod. Der Tod. Na gut. Jo, und schon sind wir durch. Wie immer. Oder auch nicht. Nicht wie immer. Da wäre ja jede Sendung gleich. Ja, ist doch. Nee. Kommt immer montags. Nee. Nee? Nee. Doch. Aber die Themen doch nicht. Außer Wetter. Aber das ist auch nicht immer gleich. Okay, das war's. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Trotzdem es kühler wird. Viel Spaß. Lasst euch nicht unterkriegen. Malt euch die Sonne zu Hause an die Wand. Weil von draußen, ich weiß nicht, das sieht so mausgrau aus wieder. Macht mir Angst. Nicht mit dem Edding. Es grüßen euch Matze und Lutze. Und tschüss. Tschüss.